Sei gegrüßt, womit ich mich gerade beschäftige bezüglich von Quergruppen. Einfach mal die Grundlagenermittlung, wenn ich hier so ein Element habe, dass ich es in der Größe verändern kann, dass ich die Wanddicke verändern kann. Das heißt, es geht um die Innenraumpunkte und damit ich dann später sozusagen hier diese Gaupenseitenwand als GDL gleich automatisch bekomme, wenn ich es richtig einstelle. Es geht auch in die Richtung, dass man es vielleicht als Dachflächefenster einsetzt. Momentan muss ich noch, wie gesagt, das ist noch Grundlagenermittlung, diese Dinge selber stellen. Also die Höhe des Treppelmauerwerks, die Dachneigungen und so weiter. Aber wie gesagt, die Punkte sind bereits berechnet und es geht in Wirklichkeit nur mehr darum, das Ganze jetzt mit Dingen zu belegen und einfacher zu Hand zu haben. Sagen wir es mal so. Gut, das war's schon wieder.